Wasser des Lebens, so nennt man den Whisky. Wie das Bier, so hat auch der Whisky seinen Ursprung in den Klöstern. Im 15. Jahrhundert soll der Benediktinermönch John Corr in Schottland erstmals das Gebräu gebrannt haben. Durch Handel und Auswanderungen fand er seinen Weg durch die ganze Welt. Zwar sitzen in Schottland, Irland und in den USA die traditionsreichsten Destillerien, aber hierzulande wächst die Fangemeinde für heimische Produkte. Es sind diese kreativen Manufakturen, die deutschen Whisky seinen eigenen Charakter geben. Auch am Schliersee findet man Spuren. Hier gründeten im Jahr 799 fünf Mönche aus Schottland und Irland ein Kloster. Der Namensherkunft zufolge am Sliers. Klar, dass hieraus ein Whisky entstehen musste. Diesen Wurzeln ist man sich auch bewusst. Und neben dem irisch-schottischen Mix kommt jetzt noch das bajuwarische Handwerk und Lebensgefühl hinzu. Brennmeister Hans Kemenater führt hier eine Destillerie zum Anfassen und Staunen. Auch heute ist er wieder in seinem Element und wir kommen genau richtig zum Einmeischen. Sozusagen der Beginn der Whisky-Herstellung. Hier wird das Einmeischen und das Läutern stattfinden. Dafür legen wir zuerst Wasser vor. Da kommt dann das Gerstenmalzschrot dazu. Das gibt dann eine Mischung. Das Ganze erhitzen wir dann auf 62 und 72 Grad, damit die Enzyme einen optimalen Wirkungsgrad haben. Dabei verarbeiten die Stärke, wandeln die das Ganze in Zucker um. Es wird dann ein richtig süßer Brei und danach trennen wir den Brei wieder. Das Trennen nennen wir Läutern. Die Feststoffe, die sogenannten Trebern, geben wir zurück an die Landwirtschaft, werden an die Kühe verfüttert. Und die Flüssigkeit, die sogenannte Würze, geben wir hinten in die Gärtanks rein. Das Gebäude ist nicht nur Brennerei, sondern auch Erlebniswelt. Man will zeigen, was man kann und vor allem auch weiß. Überall köchelt, blubbert und brodelt es. Und mittendrin Meister Hans. Er vermittelt sein Wissen gerne an die Besucher. Whisky ist sein Leben. Hier findet jetzt der Destillationsprozess statt. Wir destillieren unseren Whisky zweimal. Die vergorene Würze wird hier in die Kessel eingefüllt, wird dann erhitzt. Alkohol fängt an zu verdampfen und Alkohol ist ein sehr, sehr starker Aromaträger. Alkohol verdampft, nimmt die Aromen mit auf die Reise, geht über den Helm ins Geistrohr und in den Kühler, wird dann kondensiert und läuft hier in flüssiger Form raus. Aus 3000 Litern Bier machen wir ungefähr 1500 Liter Rohbrand. Dieser Rohbrand nehmen wir, füllen es wieder in eine Brennblase ein und destillieren es ein zweites Mal ab. So, der große Moment ist gekommen. Der Lauf beginnt. So, dann schauen wir mal. Ah, da läuft eh was. Hier trennen wir jetzt unsere Destillation in die drei Fraktionen. In den Vorlauf, in den Mittellauf und in den Nachlauf. Der Vorlauf kommt als erstes. Das sind die Teile, die am leichtesten verdampfen. Ja, da wenn wir reinrichten, haben wir noch sehr viel dieser Stoffe drin. Drum lassen wir das jetzt in einen Eimer laufen und trennen das ab. Später stellen wir auf Mittellauf um. Den Mittellauf geben wir in dieses Gefäß, in ein anderes Gefäß. Wird dann gesammelt, da sind die ganzen guten Inhaltsstoffe drin. Es ist sehr wichtig, den richtigen Zeitpunkt zwischen Vorlauf und Mittellauf zu erwischen, dass wir die schlechten Teile weg haben und die guten Teile drin haben. Und dafür müssen wir jetzt da ein bisschen dabei stehen und verkosten. Na, da sind wir noch nicht so weit. Hier steuert nicht der Computer die Produktion, sondern die Nase, das Gespür und vor allem die Erfahrung des Brennmeisters. Er hat den richtigen Riecher für den richtigen Moment. Jetzt können wir schon langsam in die richtige Richtung. Der Mittellauf wird dann in Fässer abgefüllt und kommt ins Herzstück, den Lagerkeller. Wer Glück hat, wird vom Chef persönlich durch die alten Hölzer geführt und sieht, wie das Destillat über Jahre seine typische Farbe und Aroma annimmt. Eine Rarität. Aber das Whisky-Erlebnis endet nicht im Lagerkeller. Jetzt fängt das Vergnügen erst an. Wir haben mittlerweile auch ein Restaurant oben und da kann man unseren Whisky auch essen. Unsere Köche legen da sehr viel Wert, ja, das meiste unserer Menüs mit irgendeinem Whisky zu machen. Also nicht nur zu trinken, sondern wirklich auch im Essen mitzuverarbeiten. Doch zuvor wird noch verkostet. Und dabei lernen wir vom Brand Ambassador Kilian Jonscher,
dass es wie beim Champagner auch ein typisches Glas für den Whisky gibt, wodurch Geschmack und Aromen besonders gezielt in den Sinn flüchten. Wenn man da einfach mal unseren Classic eingießt, wir haben jetzt hier 43%. Das Ganze sieht man sehr schön, ist sehr schön bauchig. Dann läuft es natürlich eng hin zur Nase, das heißt, es konzentriert sich. Hier ist es jetzt sehr wichtig, dass man hier keinen klassischen Tornado nutzt, sondern einfach das Glas leicht dreht. Alkohol ist leicht flüchtig. Man hat natürlich den Vorteil, Alkohol steigt auf, nimmt gewisse Aromen mit. Dann kann man hier einfach sehr schön einmal reinriechen. Da kann man da wahnsinnig angenehm diese ja, frischfruchtige Note, so ein bisschen was Würziges von Ingwer erriechen. Sehr fein, am besten natürlich ohne Eis, ohne Wasser, also alles unter 50% sollte ja nie mit Eis genossen werden. Das ist eigentlich Trinkstärke gedacht, auch ohne Wasser. Ab 50% kann man dann gerne mal mit ein bisschen Wasser spielen, also ein paar Tropfen nachgeben, um da einfach diese Oberflächenstruktur ja, zu brechen und dann einfach diese Aromenwelt noch mal ein bisschen tiefer reinriechen zu können. Man trinkt keinen Whisky, man beschäftigt sich mit ihm, indem man sich seiner annimmt. Sei es aus dem Glas oder auch mal aus der Pfanne. Ja, Whisky bereichert unsere Küche und in diesem Fall ein herzhaftes Steak. Und nicht zuletzt durchbricht der Spirit der Highlands wohltuend die alpenländische Gemütlichkeit. Schottenrock und Lederhose. Das ist Whisky am Schliersee in Bayern. Wir bleiben am Wasser und wechseln nur die Seiten. Unsere Whisky-Tour führt uns an den Bodensee, genauer gesagt nach Salem. Hier befindet sich der Obstgarten Deutschlands und damit auch Tradition im Brennen. Bei Familie Senft kommen noch die Landwirtschaft und der Anbau von Gerste hinzu. So kommt vom Acker bis zur Flasche alles aus einer Hand. Die Gerste brauchen wir eigentlich für unseren Whisky. Das ist unser Brot eigentlich, unser tägliches Brot. Wir produzieren das Getreide schon immer selber. Wir sind eigentlich aus der Landwirtschaft. Wir haben Obstbau, Ackerbau und sind eigentlich sehr stolz drauf, dass wir eigenes Getreide haben. Das ist eigentlich auch beim Brennen das A und O davon. Beim Obst wie beim Getreide eigentlich, dass man weiß, was in die Brennerei hineinkommt. Und die Braugerste ist eine spezielle Sorte. Und zwar ganz einfach, die Gerste produziert etwas weniger Eiweiß und mehr Stärke. Und das brauchen wir eigentlich. Wir brauchen die Stärke, um nachher in die Melzerei zu gehen. Bei Herbert Senft wächst der Whisky praktisch vor der Haustür. Die Körner an einer Ähre dran sind, die kann man da sehen, und da sind alle schön ausgebildet. Die haben ja jetzt noch 4 Wochen circa Zeit, um noch etwas zu wachsen. Wir haben dieses eigentlich ein optimales Jahr. Wir hatten genug Regen, wir hatten schön warm. Und ich denke, das könnte wirklich eine tolle Saison geben. Die nächste Generation kümmert sich inzwischen um die Produktion. Man will zeigen, was man macht und das Erlebnis Whisky durch eine offene Architektur mit den Gästen teilen. Das Brennen wird für Daniel Eck zum Event. So, jetzt sind wir hier in unserer schönen Brennerei und sehen hier wunderbar in diesem Schauglas, dass hier was sprudelt und das ist unser sogenannter Ansatz. Klassisch kommen wir aus dem Obstbau. Wir haben natürlich auch das eigene Getreide hier selber bei uns in Rickenbach im Anbau. Und das ist eigentlich das Schöne, weil dann kannst du natürlich auch das ganze Getreide fühlen. Und im Gegensatz zu einem Obstbrand ist zum Beispiel das Getreide ja, ein bisschen aufwendiger, weil wir müssen es melzen. Melzen ist ein Prozess. Da werden einfach Enzyme freigegeben und es gibt nachher schon mal einen Grundgeschmack im Whisky. Der Ort gleicht einer kleinen Hexenküche, in der immer wieder neu getüftelt wird. Man kann viel ausprobieren. Das ist natürlich auch sehr, sehr interessant für einen selber. Und einfach die Erfahrung über die vielen, vielen Jahre. Wir sind noch nicht so lange dabei, aber wir dürfen auch schon sagen, wir haben schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Das ist nachher das, was einen richtig guten Whisky ausmacht. Daniel Eck brennt im wahrsten Sinn für sein Produkt, seinen Whisky, und bekommt durch den Zusammenhalt in der Familie den nötigen Brennstoff. Ein ganz wichtiger Aspekt beim Whisky
ist es im Endeffekt, dass die meisten Brennereien in Deutschland familiengeführt sind, dadurch mehrere Generationen in einem Betrieb sind. Und das Schöne dabei ist, jeder kann seinen Input geben. Die ältere Generation die Erfahrung, die Jungen wieder was Frisches. Das macht nachher den Whisky auch aus. Ja, und hier ist das Reich von Herbert Senft. Er überwacht die Reifung des Whiskys in den unterschiedlichsten Holzfässern. Für einen Fremden unüberschaubar, aber hinter den zahllosen Fässern steckt ein ganz klares System. Jetzt sind wir fertig mit der Lagerung, das heißt, wir gehen zur Füllung. Und die Vielzahl an Fässern haben jetzt einfach verschiedene Geschmäcker. Und das ist eigentlich die Kunst, die zu einer schönen Harmonie zusammenbringen. Wir haben Amarone-Fässer, wir haben Cherry-Fässer, wir haben Bourbon-Fässer. Und die anteilig von jedem, das zusammenzubringen, ist ganz wichtig, dass er eine schöne Harmonie hat, eine schöne Reife und eigentlich auch ein langes Leben hat. Probieren wir mal einen aus dem Fass. Das ist ein Jahrgang 2015. Mal gucken im Sherry-Fass, wie sich der so entwickelt hat. Beobachtet man Herbert Senft eine Zeit lang, so besteht kein Zweifel. Whisky lebt. Wow. Oh. Ja, oh, toll. Schön in der Nase, wir haben so ganz tolle pfeffrige Noten. Wir haben wunderbar Schokolade, haben so eine tolle vanillige Note. Aber auch sehr viel Weichheit schon in der Nase. Fassstärke heißt, er hat jetzt 55%, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Probieren wir mal, oder? Jawohl. Zum Wohl. Ich denke, bei uns gibt es Whisky nicht nur zum Trinken, sondern wir sind sehr kreativ. Das heißt ganz einfach, da kann man bei uns essen, auch auf dem Brot. Und sonst haben wir auch noch welche Ideen dafür. Das ist Whisky aus Leidenschaft. Das sieht, spürt und schmeckt man auch. Und sogar auf dem Brot. Ja, die Familie Senft macht Senf mit Whisky. Der Geheimtipp vor allem beim Grillen. Aber Silke Senft kann nicht nur herzhaft, sondern auch ganz außergewöhnlich süß. Und zwar verarbeiten wir auch unseren Whisky für die kalten Stunden in Whisky-Schokolade oder natürlich in Whisky-Trüffel. Bitterschokolade. Man hat den Whisky noch schön, die Vanille, Zimt. Wer sich langsam in das Thema Whisky hineinschmecken möchte, für den ist der Biss in diese Trüffel der beste Weg. Es sind die Menschen hinter dem Produkt, die den Whisky so vielfältig machen. Eine neue Facette schlägt man auch im nordbayerischen Rüdenau auf. In einer ehemaligen Textilfabrik hat man sich ganz dem Single Malt Whisky verschrieben und brennt nach schottischem Vorbild. Chef an den Brennblasen ist Mario Rudolf, der aus einer ganzen Klaviatur an Malzsorten seine Whisky-Rezeptur schöpfen kann. Ja, das ist Gerstenmalz, das wir geliefert bekommen von der Melzerei. Also da ist ein Step, ein Verarbeitungsstep noch vorher, die Melzerei. Als Brauer lernt man auch den Melzer. Und das ist nicht zu verachten, das ist ein ganz wichtiger, entscheidender Prozess, der da stattfindet, der über eine Woche dauert. Da wird geweicht, gekeimt und dann gedarrt, also wieder getrocknet, sodass wir überhaupt in der Brauerei oder in der Whisky-Distillerie ein Bier, ein Whisky herstellen können. Und da ist eben ein ganz entscheidender Prozess das Darren, weil man eben hier Einfluss auf die Qualität des Malzes, auf die verschiedenen Malze nehmen kann. Man sieht es hier an diesem Tableau. Es gibt also das Pilsner-Malz, das Standardmalz, aus dem die meisten Biere auch hergestellt werden. Das ist ein helles Malz und dann gibt es ein Münchner Malz, das ist dünkler. Und es geht hin bis zu einer Karamellisierung oder auch zu einer Röstung, dass dann das Malzkorn quasi schon aussieht wie eine Kaffeebohne. Und man kann sich vorstellen, je stärker eben karamellisiert, geröstet ist, desto mehr Geschmack, desto mehr Aroma kriegt man rein. Ach, so eine richtige Zart-Bitter-Schokolade-Aromen oder sonst was. Zunächst wird das Gerstenmalz im Haus noch geschrotet, bis es zum eigentlichen Brauprozess kommt. Und zwar hier. Ja, der erste Step, der wichtige Step ist das Vermischen des Wassers, des Einmalschwassers mit unserem Schrot, mit unserem Gerstenmalzschrot. Das findet eben hier in der Meschtern oder auch in Deutsch Läuterbottich statt. Maische bedeutet eben Wasser plus Schrot gemischt. Was hier drin passiert ist, dass eben die unlöslichen Bestandteile der Treber getrennt werden von den löslichen Bestandteilen, von der Würze. Die Würze wird durch ein Sieb
abgelassen. Der Treber bleibt auf dem Sieb zurück. Und die Würze geht dann in die Gärbottiche und wird dann dort mit der Hefe vergoren. Und man staunt über eine weitere Besonderheit. Die Bottiche sind aus Holz und vor allem offen. Man setzt also ganz klar auf eine sogenannte offene Gärung. Ja, während unserer Gärung, die mindestens 65 Stunden, teilweise auch übers Wochenende über 100 Stunden dauern darf, entwickelt sich neben Alkohol, die Hefe bildet, auch Wärme. Deswegen haben wir Kühlplatten, die quasi gegen diese Wärme gegenkühlen, dass die Hefe in ihrem Optimum läuft. Und es entwickelt sich Schaum durch das CO2, das dabei entsteht. Und dieser Schaum, der würde irgendwann über den Gärbottich übergehen. Deswegen haben wir Schaumschläger. Das ist das, was sich hier oben dreht und den Schaum quasi immer wieder schneidet. Ja? Und dadurch wird der Schaum eben niedergehalten. Bei Handwerk und Technik geht man den schottischen Weg. Bei der Rezeptur und Entwicklung aber zeigt man sich kreativ und entdeckt auch neue Pfade. Im Fokus steht hier die Auswahl der Fässer, die auch mal überraschend sein kann. Wir haben hier zwei ganz besondere Fässer liegen. Hot-Sauce-Fässer aus den USA. Da war also eine Chili-Soße drin gelagert, über 15 Jahre lang. Also es sind alte Fässer. Und diese Chili-Soße, ja, wir machen mal das Fass auf. Ja, wenn man hier den Deckel anschaut, dann sieht man noch diese roten Chilischoten. Und wenn man reinriecht, man hat sofort diese Chili-Charakter direkt in der Nase. Also ganz spezielle Fässer. Und dann stellt sich natürlich immer die Frage bei so speziellen Fässern, was gibt man jetzt da eigentlich für ein New Make, für einen Charakter vom Spirit mit dazu? In dem Fall haben wir uns entschieden, ein Münchner Malz, das ist ein dunkles Malz, also ein stärker gedarrtes Malz, was dadurch eben dünkler geworden ist in der Farbe, mit dazuzugeben, also in die Fässer reinzugeben für die mindestens dreijährige Lagerung. Und dieses Münchner Malz, das gibt einfach mehr Kernigkeit, mehr Malzaromatik, mehr Körper, brotigere Aromen. Und die harmonieren unserer Meinung nach ganz gut zu der Chili-Soße, die dann die auch Schärfe mitbringt und diese Chili-Aromatik. Hat sich Mario Rudolf für das richtige Fass entschieden, wird es eingelagert. Klar, dass man sich hier kreativ zeigt. Ein Militärbunker bringt die idealen Voraussetzungen mit. Früher wurden hier Raketen aufbewahrt, heute schlummert der Whisky hinter Stahl und Beton. Und hier findet die Magie statt. Mindestens 3 Jahre müssen wir ja in Holzfässern lagern. Es gibt unterschiedliche Holzarten, unterschiedliche Vorbelegungen. Da haben wir über 304 verschiedene Fassarten, was wahrscheinlich weltweit einmalig ist. Und so erzielt man dann eben zusammen in Kombination mit den einzelnen Rezepturen der Malzmischungen, der Hefen oder auch der verschiedenen Destillationseinstellungen dann eben ein Ergebnis. Das sich sehen lassen kann. Und schön zu wissen, dass der Ort des Kalten Krieges doch noch eine erwärmende und nachhaltige Funktion bekommen hat. Zurück in die Brennräume und das Allerheiligste. Der Brennmeister schlüpft quasi in die Rolle des Komponisten und arrangiert die einzelnen Instrumente zu einer Harmonie in der Flasche. Dennoch gibt es beim Whisky bestimmte Regeln. Zeit also für das kleine Whisky einmal eins. Ja, der klassische amerikanische Whisky ist der Bourbon Whisky, hier Old Forester, ein Vertreter. Und der wird eben mit Mais und anderen Getreidesorten nach Weizen und Roggen hergestellt. Also ein großer Unterschied zum europäischen Whisky. Ganz im Gegensatz zu diesem Typ. Single Malt Whisky ist ein Whisky, der aus einer Destillerie stammt und aus gemälztem Getreide besteht. In Schottland speziell ausschließlich aus gemälzter Gerste. Hätten wir noch den Blend. Ein Blended Whisky ist ein Whisky, der aus verschiedenen Whiskys, verschiedenen Destillerien zusammengemischt ist, ähnlich wie ein Cuvée beim Wein. Und wer es auf die ganz harte Tour will, nimmt sich Bud Spencer und Terence Hill zur Brust. Ja, auch das ist Whisky. Unsere Whisky-Tour macht nun Station in Nistertal in Rheinland-Pfalz. Schon von oben erkennt man, dass diese Brennerei herrlich in die Natur eingebettet ist, aus der die Familie Klöckner für ihre Arbeit auch reichlich Energie schöpft. Sehr gut, passt. Ja. Auch der Spross Jonas Klöckner trägt als Destilliermeister einen wichtigen Teil dazu bei. Hier stehen wir bei uns in der Maischehalle, wo unsere Whiskywürzen vergären. In diesen 20.000 und 15.000 Liter Tanks hat
die Würze sehr viel Zeit, damit die Hefe den Zucker, der dort drin vorhanden ist, in Alkohol umwandeln kann. Seit 1848 wird auf dem Birkenhof gebrannt. Ein Beleg, wie tief die Familie in Region und Handwerk verwurzelt ist. Jonas ist die 8. Generation und mit jeder wächst das Know-how. Eine Würze, die eigentlich in knapp 3 Tagen durchgegoren ist, die wird bei uns fast 1,5 Wochen gegoren, wodurch wir der Hefe sehr viel Zeit geben, auch gerne Nebenprodukte zu bilden, Teil des Alkohols, der gebildet wurde, wieder zu metabolisieren. Und somit bekommen wir einen sehr hohen Anteil an Gärnebenprodukten, die unserem Whisky anschließend Charakter geben. Seit seinem 15. Lebensjahr beschäftigt sich Jonas Klöckner mit dem Brennen. Machte Praktika in Deutschland, England und den USA. Studierte Getränketechnologie und erhielt als Krönung noch den Meisterbrief im Destillierhandwerk. Mehr geht nicht. Er sieht sich nicht nur als Handwerker, sondern auch als Künstler. Die Herstellung eines handgemachten Whiskys ist Kunsthandwerk. Am Ende bekommt man noch Talent und Passion in die Wiege gelegt für einen preisgekrönten Single Malt. Hier läuft ja gerade der New Make für unseren Fading Hill Single Malt. Aktuell eine getorfte Würze, aber wir brennen auch einen ungetorften Single Malt. Und je nachdem, was für einen Single Malt wir machen, oder auch wenn wir unseren Single Rye machen, tun wir unterschiedlich brennen. Mitten im Foyer, für alle sicht- und bestaunbar, steht eine der größten Brennblasen in Deutschland. 1400 Liter fasst das Prachtexemplar und ist optisch wie Technik absolute Champions League. Über 7 Meter schlängelt sich das Kupfer bis unter die Decke. Aber wie bei der Musik muss man das Instrument auch beherrschen und im Einklang mit anderen die richtige Symphonie finden. Jonas Klöckner dirigiert hier jeden Tag ein Orchester, um am Ende durch Farbe, Geschmack und Aroma den verdienten Applaus und Respekt zu finden. Nicht nur die Familie, die ganze Region hat Geschichte geschrieben. Der Ort stand bis zum Jahr 2000 ganz im Zeichen des Basaltabbaus. Heute erinnert ein Erlebnispark an die knallharte Schufterei im Bergbau. Diese Historie spiegelt sich auch auf dem Birkenhof wider. Ja, unser Whisky heißt Fading Hill, der verschwindende Hügel. Und gemeint damit ist im Grunde genau dieser Hügel hier im Hintergrund auf der anderen Talseite. Also es ist im Grunde eine Hommage an unsere Region, nämlich der Stöffel, ein Basalthügel, der nach und nach durch den Basaltabbau in den letzten 100 Jahren verschwunden ist und auch immer noch verschwindet. Und die Ursprungsidee war es, bevor wir unser Warehouse gebaut haben, dass eben unsere Fässer, wobei ich muss gestehen, da habe ich noch in kleineren Maßstäben gedacht, dass unsere Fässer in den Basaltstollen einlagern sollten. Heute ruhen die Fässer und ihr wertvoller Inhalt in einer hierfür speziell errichteten Lagerhalle. Unser Warehouse ist nicht direkt, hat keine direkte Lichteinstrahlung, von daher sind die Temperaturen relativ gleichbleibend, Sommer wie Winter. Wir haben Kalkwände speziell gewählt, da es ja eine luftfeuchtigkeitsregulierende Größe ist. Wir haben in den Fußböden Durchbrüche in der Bodenplatte, so dass wir also auch vom Boden her eine relativ gleichbleibende und schönes Klima hier in diesem Warehouse haben. Und seit es hier nicht mehr reinregnet durch unseren Neubau im das Besucherforum, ist es so, dass unsere Destillateure auch angewiesen sind, einmal im Monat einen Eimer Wasser hier reinzugeben, einfach also auf den Boden zu geben, um eben auch eine gewisse Feuchtigkeit hier in dem Raum zu haben. Es ist nicht nur Kunst und Handwerk, sondern auch Wissenschaft. Jedes Fass ist genau archiviert. So kennt man die Chronik und die Familie weiß genau, wann man zum ersten Mal die Nase hineinstecken kann. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, was wir an schönen Whiskys finden. Ich habe da schon mal ein Fass rausgesucht. Es ist für jeden Destilliermeister der größte Moment, nach Jahren erstmals einen Blick in das Fass zu werfen. Mit Spannung wird das Ergebnis erwartet, von dem letztlich auch der Erfolg der gesamten Manufaktur abhängt. Das Spannende in unserer Brennerei ist, wir können wirklich schon von einem Brennereiton sprechen. Also so eine leichte, also gelbfruchtige Komponente, etwas, was so in Richtung Mostbirne geht. Das ist das, was unsere Whiskys ausmacht und das
Ja, das entdecke ich eben auch hier schon in dieser Fassprobe und das macht echt Spaß. Und wenn es dann im Mund noch aufgeht und aufblüht und da richtig was passiert, dann sage ich, okay, der ist bereit, in die Flasche zu kommen. Und ja, ich würde sagen, hier der Tropfen hat diese Reife erreicht. Und hat die Jury unter der Familienchefin überzeugt. Nicht nur an der Brennblase, auch am Fass muss man das richtige Timing finden. In der Ferne tauchen die Gemäuer der Burg Scharfenstein im Erzgebirge auf. Früher Behausung des Adels, heute Whisky-Erlebniswelt für den Bürger. Hinter allem steht ein Mann, der nicht nur der Burg einen neuen Charakter verliehen hat, sondern auch selbst Whisky brennt. Ursprung ist und war die Brauerei. Und da lag es für Bernd Ebrecht auf der Hand, den nächsten Schritt für einen eigenen Whisky zu gehen. Wir haben hier noch eine traditionelle offene Gärung, wo der Brauer vor allen Dingen Hand anlegen muss. Also keine gesteuerte, EDV-gesteuerte Vergärung. Deswegen noch die Temperaturmessung mit Thermometer. Wir haben jetzt hier in diesem Bottich ungefähr 9000 Liter. Und aus diesen 9000 Litern werden wir nach der Destillation ein Ergebnis haben von etwa 800 Liter einlagerungsfähigen Whisky mit einem Alkoholgehalt von ca. 63%. Das umfassende Know-how in der Braukunst kommt dem Team rund um Bernd Ebrecht natürlich entgegen. Ein perfekter Brausud ist nun mal die Basis für einen edlen Whisky. Einen sehr wichtigen Beitrag für den Charakter und die Qualität unseres Whiskys liefert ja die ausgefeilte Brautechnik, die wir hier im Sudhaus haben, die ausgewogene Form der Malze, die wir einsetzen und natürlich, und darauf bin ich sehr stolz, exzellente Brauer und ein Diplom-Braumeister, der sein Handwerk von der Pike auf gelernt hat und versteht. Aber nicht nur die Braumeister, auch der Destillateur Daniel Trien versteht sein Handwerk. Das Team arbeitet Hand in Hand. Der Braumeister übergibt mit einem würzigen Sud das Staffelholz an den Meister an der Brennblase. Zwar können moderne Brennereien natürlich auf Computersteuerung zurückgreifen, den Charakter eines Whiskys prägt aber immer noch der Mensch. Und dafür hat er viel, sehr viel Zeit. Im Durchschnitt 8 bis 12 Jahre schlummert der Whisky, bis sich das Fass öffnet und er das Tageslicht erblickt. Ja, wir befinden uns in einem von unseren Fasslägern, Fasslagern, wo wir mittlerweile auch schon einige Schätzchen und Raritäten liegen haben von unseren ersten Fässern von 2013, wo wir angefangen haben mit Produzieren. Dieses Jahr wollen wir noch einen von unseren 9-Jährigen rausbringen, 10 Jahre Agierbau. Wir sind 9 Springs, wir machen 9-Jährige. Es versteht sich von selbst, dass auch die Abfüllung per Hand erfolgt und die Etiketten fast schon auf die Flasche gestreichelt werden. Für die meisten Destillateure wie Daniel Trien ist das nicht nur ein Job, im Gegenteil. Sie leben und lieben das Thema Whisky, informieren sich in der Fachliteratur und tauschen sich in der stets wachsenden Community aus. Ja, ich habe eigentlich mein Hobby zum Beruf gemacht. Bin eigentlich schon jahrelang am Whisky sammeln und auch trinken, habe zu Hause selber eine kleine Sammlung und auch immer so 10, 20 Flaschen offen für abends meinen Kleinen zu genießen. Und irgendwann hat sich die Gelegenheit geboten, dass ich hier bei Nine Springs anfangen durfte. Und ja, jetzt bin ich hier der Destillateur und mache für euch die edlen Tropfen. Mit jeder Flasche verlässt auch eine kleine Geschichte das Haus und wird irgendwo in Deutschland und der Welt alleine oder mit Freunden erzählt. Dass man in dieser Manufaktur Whisky auch zum Erlebnis machen möchte, sieht man bei einem Gang durch die Burg Scharfenstein. Die wachsende Besucherzahl bestätigt das steigende Interesse. Man möchte Whisky zum Anfassen präsentieren und mit Infotainment in Szene setzen. Beim Besuch der Burg erkennt man, wie umfassend, vielschichtig und abwechslungsreich nicht nur die Herstellung, sondern vor allem die Geschichte von Whisky ist. Ein Kapitel verbirgt sich hinter diesem Hahn. Unsere Single Cask Selection ist immer was ganz Besonderes. Wir haben hier regelmäßig Whiskys liegen, die es nur und ausschließlich bei uns auf der Burg gibt. Und der Gast sollte sie sich selbst abfüllen. Heute haben wir in der Single Cask Selection einen Whisky, der
über mehrere Jahre ausschließlich in einem Bordeaux-Fass lagerte. Fertig. Um Whisky zu verstehen und über ihn zu erzählen, muss man ihn spüren, riechen und trinken. In Maßen natürlich. Whisky versteht sich als Belohnung. Es ist ein Genussmittel für alle Sinne. Ich rieche ein wunderbar geschlossenes Aroma. Dunkle Früchte, Waldbeeren. Findet sich auch in der Farbe wieder. Ein herrliches dunkles Bernstein, so wie ein Whisky aussehen muss. Regelmäßig wird die Burg auch zur Eventarena, wie hier beim Festival des Verbandes Deutscher Whiskyhersteller. Unter dem Motto „Gemeinsam wachsen“ zeigt jeder, was er dazu beitragen kann. Deutscher Whisky besetzt in der weltweiten Landschaft noch eine Nische, aber zeigt im Gegensatz zu den Industrieprodukten Gesicht. Man kann sich mit den Menschen hinter dem Produkt persönlich austauschen sowie Freundschaften schließen. Und man erfährt, dass es nicht nur dicke Backen und viel Puste braucht, sondern auch Fingerspitzengefühl, um ein echtes Whiskyglas aus dem Rohr zu ziehen. Man kann Whisky auch aus einem Tumbler trinken. Ein Tumbler ist praktisch ein dickes Glas mit geraden Wänden und einem dicken Boden, wo viele zum Beispiel Bourbon draus trinken oder ihren Whisky mit Eis trinken. Aber die richtig guten Whiskys trinkt man ohne Eis und aus dem Nosingglas. Gerade wenn man jetzt einen neuen Whisky für sich entdeckt und eine Aromenvielfalt für sich erschließen will, ist halt ein Nosingglas das geeignete Glas für den Whisky. Rund 50 Mitglieder zählt der Verband und jeder geht zwar seinen eigenen Weg, dennoch haben alle gemeinsame Ziele. Man möchte sich bewusst von der industriell hergestellten Massenware aus den USA, aber auch Irland und Schottland distanzieren und vor allem das Handwerk und den Menschen in den Mittelpunkt setzen. Hierfür hat die Gemeinschaft mit Michaela Hubbel ein erfrischendes wie emotionales und kompetentes Sprachrohr an ihre Spitze gewählt. Und sie ist der lebendige Beweis, dass Whisky schon lange keine reine Männersache mehr ist. Im Gegenteil. Wir wollen einfach zeigen, dass es nicht nur Scotch gibt oder Canadian Whisky, Irish Whisky, sondern auch eben Whisky aus unserer Heimat Deutschland. Dafür machen wir uns stark. Wir stehen für guten Geschmack, für eine tolle Entwicklung, die wir in 10 Jahren hingelegt haben und für großartige Whiskys. Und durch das Festival hat die Fangemeinde gewiss Zuwachs bekommen. Tief im Westen in Nordrhein-Westfalen hat Michaela Hubbel ihr Zuhause. Gemeinsam mit ihrem Vater betreibt sie die traditionsreiche Destillerie, deren Wurzeln bis in das Jahr 1848 zurückgehen. Aus einer klassischen Korn- und Obstbrennerei erwachsen, hat man in den letzten Jahren auch das Thema Whisky entdeckt. Ein wichtiges Ritual ist und bleibt die regelmäßige Verkostung. Und wie weit ist es, Pascal? Auch hier bildet die Familie den Kern der Destillerie. Vater und Tochter sind ein eingespieltes Team. Nachlass muss definitiv einen Anteil mit rein, einfach um einen ganz gehaltvollen New Make zu haben. Ich muss ganz sagen, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, ist wirklich so. Es ist diese gelungene Mischung aus 2 Generationen, Charakteren und Emotionen, die auf den Whisky im wahrsten Sinne abfärbt. Haben wir natürlich so ein bisschen dieses schottische Vorbild noch, mehr in den Nachlaufbereich reinzugehen und eigentlich das oder den New Make länger im Fass liegen zu lassen, um irgendwann auch Altersangaben von ja, mindestens 2 Zahlen eigentlich auf der Flasche stehen zu haben. Das ist ein bisschen der Anspruch dahinter. Andererseits bin ich ein ungeduldiger Mensch und 10 Jahre zu warten ist natürlich auch nicht immer so einfach. Ja, in der Ruhe liegt nicht nur die Kraft, sondern auch ein ausgereifter Whisky. Noch nie war der richtige Zeitpunkt so wichtig. Also das ist jetzt so ein Punkt, wo du aufpassen musst. Ja, da geht ein bisschen was raus. Ist nicht mehr so intensiv wie gerade. Ich finde den trotzdem unglaublich würzig. Ich auch. Also der hat einen wunderschönen Körper. Ne? Also jetzt keine Höhen und keine Tiefen, aber da ist eine unheimlich tolle Getreidenote so drin. Schön. Aber er kriegt jetzt so einen leichten Bitterton, den er vorher nicht hatte. Genau. Wir wollen nur das Aroma, aber nicht den Bitterton. Genau. Da muss man gucken, dass wir den Zeitpunkt dann wirklich so erwischen, dass wir dann sagen, okay, ab jetzt stellen wir dann Ja, jetzt wird's unangenehm.
jetzt durch? Ja, nein, nicht ganz, aber gleich. Während der Lauf seinen Lauf nimmt, hat das Team den nächsten Schritt im Blick. Das Ganze heißt jetzt noch Whisky-Maische. Wenn wir gleich umpumpen und wir fertig sind, wir sind ja jetzt kurz davor, dass alles durchgelaufen ist, dann ist diese Schlempe, also dann hat die Whisky-Maische keinen Alkohol mehr und wird in dem Moment dann Schlempe genannt. Und die Schlempe muss man sich vorstellen wie so eine Art Porridge. Und das essen natürlich die Rinder sehr, sehr gerne. Dadurch auch so ein bisschen die Sommerpause. Die Rinder stehen im Sommer auf der Weide. Und das ist jetzt sozusagen die letzte warme Ration, die sie dann kriegen. Und die holt der Landwirt der Region heute Abend dann ab. Und dann gibt es noch einmal leckere Whisky-Schlempe. Natürlich ohne Alkohol für die Tiere. So, die Schlempe ist versorgt und die Tiere zufrieden. Jetzt gilt es, den Menschen glücklich zu machen. Und das könnte in diesem Keller durchaus gelingen. Vater und Tochter verbinden regelmäßig das Angenehme mit dem Nützlichen. So, Qualitätskontrolle. Ja, ich habe auch schon den Master. Das ist der absolute Hammer, ne? Bei der Sensorik gilt es wirklich, alle Sinne einzuspannen. Zum Beispiel auch ein interessanter Punkt, ne? Wenn man sich das Destillat wirklich in so einem klassischen Glenkernglas anguckt, kann man das immer schön ins Licht halten. Je nachdem, wie dick diese Schlieren sind, die hier gezogen werden, kann man schon eine Vermutung anstellen, ob da was Süßes mit dem Spiel ist, wie ein Rumpfass oder Süßwein. Das Nosing-Glas hat sich für Whisky als ideal erwiesen, alle Nuancen zu entdecken, die sich in den unterschiedlichsten Hölzern bilden. Und davon gibt es eine große Auswahl. Einmal also Fassgröße. Das Holz ist natürlich ein entscheidender Punkt, ob eine europäische Eiche, eine amerikanische Weißeiche oder manche arbeiten auch mit einer deutschen Eiche. Der Fantasie und damit den Varianten sind daher keine Grenzen gesetzt. Das macht das Thema Whisky so spannend. Mit jedem Fass begibt man sich auf eine neue Reise, deren Ende in einem Jahrzehnt erreicht ist. Die Qualität der Fässer macht natürlich auch einen riesen Punkt aus. Und dann kann mein Jumex so schön sein, wie er will. Das Fass wird mir alles versauen. Ja, aber so Fässer nehmen wir gar nicht. Da möchte ich noch dran entsinnen, dass wir mal eine Lieferung hatten. Der rief einer an, hätte vier wunderschöne Fässer. War auch keine große Zahl. Und das Erste, was ich mache, bevor ich da überhaupt sage, abladen, stopfen ab, reinriechen, roch nach Essig, dann wieder stopfen rein, wieder mitnehmen. Ne? Ja. So was kannst du einfach nicht gebrauchen, weil du machst das Produkt ja sofort nieder, innerhalb der Befüllung im Grunde genommen. Und da kannst du es auch 10 Jahre liegen lassen, das wird sich nie verbessern. Die Tücken liegen also auch im Holz, das immer wieder Überraschungen offenbart. Oh, der ist ja richtig dunkel. Wer die Klaviatur der Hölzer und Fässer am besten bespielt, hat im wahrsten Sinne am Ende die Nase vorn. Also hier hat man jetzt mal einen schönen Vergleich. Das hier ist ja, sieht man sehr, sehr deutlich. Das könnte Sherry sein. Das ist der Hammer, ja? Ja. Krass. Ja? Krass, ja. In den USA, Schottland und Irland ist man durch Auflagen bei der Wahl der Hölzer beschränkt. In Deutschland dagegen kann man aus dem Vollen schöpfen. Sowohl was das Fass, aber auch dessen ehemaligen Inhalt anbelangt. Und das Ergebnis kann man dann im Warehouse von Familie Hubbel sehen. Stylisch, cool und zum Thema passend arrangiert, versammeln sich Fässer und Flaschen um den Besucher. Whisky ist Erlebnis. Mitten im Sauerland befindet sich die gleichnamige Brennerei. In den altehrwürdigen Hallen lebt man die Kunst und das Get-Together, lädt zu Events ein und liebt schlichtweg den Austausch mit Fans und Freunden. Angefangen hat alles ganz typisch, wie bei vielen Erfolgsmenschen. Wir haben an der Doppelgarage, wo die Brennerei sozusagen gegründet worden ist, gab es einen riesengroßen Mammutbaum. Da gibt es auch eine Geschichte zu. Aber aus diesem Mammutbaum ist ein kleiner Rabe rausgefallen. Da diesen kleinen Babyrahmen hochgewippelt. Und dann war das so für uns ausschlaggebend, dass wir den Rahmen behalten. Aus einem ehemaligen Sägewerk wurde ein Kultareal für Genuss, Kunst und Kultur. Hier schlägt sich auch die Philosophie der Inhaber nieder. Authentisch, echt und ehrlich. So wie ihr Whisky.
Alle drei sind Quereinsteiger und haben nach der ersten Karriere und der Rückkehr in ihre Heimat eine neue Berufung gefunden. Whisky soll es sein. Und Julian Wellhausen ist in die Rolle des Brennmeisters geschlüpft. Er erinnert sich an die Anfänge. Das ist unser erstes, ja, gezwungenermaßen Fasslager. Damals in der Doppelgarage, wo wir dann gebrannt haben, hatten wir irgendwann Besuch von unserem netten Herrn Zollbeamten, der uns gerade beim Brennen beobachtete und gesagt, ah, guck mal hier, ihr könnt doch nicht da unten Holzfeuer in die Brennblase schmeißen. Und ein Räumchen weiter, ohne Tür oder sonst irgendwas getrennt, Whisky lagern. Haben dann hier in der alten Trocknungshalle vom Sägewerk unsere Fässer einsortiert. Die drei haben die Zeichen der Zeit erkannt, denn Whisky boomt in Deutschland. Und gerade die Erzeugnisse aus deutschen Manufakturen sind gefragter denn je. So. Ja, das ist jetzt unser Hauptlager. Genau das ist ja unser erstes Fasslager. Insgesamt drei. Andere wesentlich kleiner. Spezieller von der Temperatur her, von der Luftfeuchtigkeit. Einmal ein Eislager und einmal ein Gradierwerk, wo natürlich voll die Temperaturen arbeiten können. Ja, das ist so unsere Fasskapazität. Thousand Mountains ist auch eine Hommage an ihre Sauerländer Heimat. Und obwohl sie keinen familiären Background haben, keinen, der sie an die Hand genommen hat, und sich das Know-how über Jahre selbst aneignen mussten, ist das Ergebnis im Fass durchaus beeindruckend. Wir sagen ganz klar, gutes Destillat und gepaart mit guten Fässern. Erst das macht guten Whisky aus. Und dann muss er auch nicht unbedingt 18, 20 Jahre alt sein. Dann kann das auch schon mal sein, dass ein Dreijähriger gut ist, ein Fünfjähriger. Da fängt das langsam an in diesem Alter, wo man ganz klar sagen kann, ja, das ist ein Whisky, der sich auch in seiner Komplexität so gewandelt hat, dass man nicht nur Malz schmeckt. Denn das wäre für die drei vom Sägewerk viel zu profan. Sie wollen überraschen. Wir sollen ganz klar von anderen geschmacklich und so ein bisschen unterscheiden. Und nicht dieses typische Versuchen, Schottland nachzumachen, sondern einen deutschen Whisky herzustellen. Mit der schottischen Idee, wir machen schon Whisky wegen Scotch, das ist ganz klar. Die sind da dran schuld. Aber letztendlich wollen wir da unseren eigenen Sauerländer, unseren eigenen Rabenstempel draufsetzen. Ganz klar. Die Akzente und Zeichen gegen den Mainstream spürt man auch in der künstlerischen Gestaltung und Architektur ihrer Brennerei. Die Philosophie bekommt ein Konzept und ihre Brennblasen auch Namen. Hier kommt Lotte. Ja, wir stehen hier gerade vor unserer kleinen Lotte, unserer 200-Liter-Brennblase. Ja, aber damit hat alles begonnen. Da haben wir damals noch, machen wir heute natürlich auch noch, unsere Holzscheite hier unten reingeschmissen, das Ganze schön mit Holz befeuert. Heute sieht es ein bisschen humaner aus, ein bisschen größer vor allen Dingen. Aber ohne diese Anlage würden wir nicht dastehen, wo wir heute stehen, denke ich. Der Pioniergeist von damals lebt noch heute. Die Werte und die Philosophie, die Ideologien von früher mit hier rüber transportiert und hoffen, dass wir das auch mit in die Zukunft weiterbringen können. In einer entsprechenden Größe, mit ganz wichtigen Faktoren, nie in die Industrie abzurutschen, sondern immer dieses Handwerk ganz oben die Fahne hochzutragen. Die drei haben keine klassische Lehre absolviert, sondern sind durch Learning by Drinking zum Ziel gekommen. Uns war der Weg vom Brennen zum Whisky gar nicht so weit. Und jeder Whisky hat seine Berechtigung, ja? Deswegen muss man viel trinken. Und wir haben uns natürlich was überlegt. Das heißt, wir haben unsere eigene Rezeptur schon von Anfang an entwickelt, die dann hochskaliert worden ist. Ne? Von, sagen wir mal, vom Bier auf die Anlage, um eine Maische herzustellen. Und dann, dass wir jetzt hier mit unserer Konstanze, mit so einem Conny hier, das auch umarbeiten können. Das Ergebnis aus zahllosen Kost- und Geruchsproben mit Lotte und Konstanze macht sich dann mit Schleifchen und Siegel von den 1000 Bergen auf den Weg in die Republik. Und auch darüber hinaus. Ich
Der deutsche Whisky begeht mit neuen Kreationen eigene Pfade und hat dadurch seinen Weg gefunden. Inzwischen ist man auch in Irland und Schottland auf den Geschmack aus Old Germany gekommen. Eine bessere Auszeichnung kann es nicht geben.